Oh mein Gott, Leute, das neue Update ist da und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es gibt richtig viele krasse neue Dinge. Zum Beispiel fangen wir direkt an hier mit dem neuen kostenlosen Gleiter, den alle Leute bekommen haben, die das Gründerpaket damals in Fortnite gekauft haben. Es gab ja diese Rette die Welt Gründerpakete und alle Leute, die sich das damals gekauft haben, haben jetzt eine Belohnung bekommen und zwar einmal diesen Gleiter und noch eine neue Hacke dazu. So schaut sie aus. Ziemlich geil, dass sie jetzt endlich raus sind. Die waren ja schon mal vor einer Weile gelegt und heute wurden sie jetzt endlich kostenlos den Leuten hinzugefügt, die sich das Gründerpaket damals gekauft hatten. Schauen wir mal weiter, was wir noch so bekommen. Oh, neue Event-Herausforderungen. Leute, die werde ich euch gleich zeigen, denn es gibt auch dort wieder neue kostenlose Sachen zu bekommen. Sehr, sehr cool. Schauen wir uns mal an, ob wir noch weitere Dinge bekommen haben. Ja, wir haben neue Belohnungen verdient für den Skin. Danke, danke. Nehme ich doch immer gern. Okay, das war's. Leute, der Shop hat sich auch geupdatet. Ich würde sagen, das schauen wir uns gleich an. Erstmal wollte ich euch ganz kurz die kostenlosen Herausforderungen zeigen, denn heute wurde was Neues hinzugefügt. Ihr seht hier schon die ganzen Challenges. Und wir haben heute ein paar neue Herausforderungen dazu bekommen, und zwar die Piratenfieber-Herausforderungen. Die gehen jetzt für 6 Tage und 1 Stunde, hat man Zeit, um die ganzen Sachen hier abzuschließen. Und man kann dann diesen sehr, sehr geilen neuen Emote bekommen. What the fuck, Alter? Was ist das für ein kranker Emote. Alter, sehr, sehr geil. Also den will ich auf jeden Fall haben, deswegen werde ich die Challenges hundertprozentig machen. Man muss für die erste Herausforderung hier, bekommt man auch diesen Gleiter, muss man verschiedene Piratenlager in Matches besuchen, das wäre ganz easy. Und jetzt die nächsten 3 Tage wird sich dann immer noch was weiteres freischalten. Man bekommt hier noch ein paar weitere Sachen dazu. Diesen Gleiter bekommt man auch noch kostenlos. Und am Ende noch diesen kostenlosen Emote hier. Sehr, sehr geil. Übrigens sind die Challenges komplett kostenlos, auch für jeden verfügbar. Also ich glaube, das sind nicht mehr Battle Pass Sachen, sondern jeder hat hier die Möglichkeit, diese Free Challenges zu machen. Also nehmt ihr unbedingt mit. Außerdem noch eine ziemlich geile Neuigkeit für all die Leute, die den Reflex Skin haben und ihn sich über das Nvidia Bundle gekauft hatten. Das heißt also, die wirklich eine Grafikkarte geholt hatten. Denn diese Leute haben jetzt einen neuen kostenlosen Style bekommen für diesen Skin, für den Reflex-Skin. Und zwar schaut der so aus. Den Skin selbst konnte man ja jetzt im Fortnite-Shop kaufen, aber all die Leute, die sich wirklich eine Grafikkarte dafür geholt hatten, die bekommen jetzt diesen kostenlosen Style dazu. Außerdem gibt es noch halt weitere Gleiter und Rucksack und so für diesen Skin, auch in dieser Variante. Sehr, sehr cool, dass sie das gemacht haben. Außerdem schauen wir uns jetzt mal den heutigen Fortnite-Shop an, wo sich nämlich die linke Seite geupdatet hat. Wir haben die Piraten-Skins heute drin. Die rechte Seite ist anscheinend gleich geblieben und die Piraten- und die Fußballskins sind auch noch da. Also würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die beiden neuen Piraten an. Oh, okay, es sind insgesamt 2 Stile. Kann hier wechseln. Blau und braun. Ich finde den blauen auf jeden Fall nicer. Und dazu haben wir noch die Hacke, und zwar den Ankersteuer. Mal hören, wie die klingt. Ja, ja, geht klar. Finde ich ganz cool. Und dann haben wir noch den weiblichen Skin, und zwar die Seeräuberin. Und auch sie hat halt 2 verschiedene Stile, so wie das ausschaut. Mal gucken. Genau. Okay, da finde ich auf jeden Fall Pirat 2 besser. Okay, und sie hat auch ein Backpack dazu. Ja, gefällt mir. Oh, sie hat einen Schatz. Oh, nice. Auch der Backpack passt sich an. Oh, Leute, es sind einfach 2 Backpacks quasi in einem. Das ist ja nice. Hat er auch 2 verschiedene Backpacks? Oh, das muss ich mir mal ganz kurz anschauen. Oh lol, ja, er hat auch 2 verschiedene Backpacks. Wobei diese Schatztruhe natürlich ziemlich geil ausschaut. Ja, also das gefällt mir. Ich glaube, den weiblichen Skin werde ich mir direkt hier auch mal holen. Außerdem werde ich heute ja wieder 1000 V-Bucks an euch verschenken. Also falls ihr 1000 V-Bucks heute haben wollt, alles was ihr tun müsst, um die heute zu bekommen, ist einfach nur abonnieren. Also kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Dem Video hier einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Tag 5 heute in die Kommentare schreiben. Denn heute ist Tag 5 meiner Verlosungsaktion. Also wenn ihr da teilnehmen wollt, einfach Tag 5 heute in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, abonnieren und Daumen nach oben geben, um hier teilzunehmen. Und dann schauen wir uns noch schnell die Neuigkeiten an, denn Leute, der Neustartbus ist jetzt im Spiel verfügbar. Man kann seine gefallenen Teammates also jetzt wiederbeleben, indem man diesen Reboot-Van aufsucht und dort dann die Reboot-Cards abgibt. Richtig geile Sache, finde ich eine ziemlich coole Idee. Und ja, das waren dann schon die ganzen Skin-Änderungen heute, die es so gab. Wie gesagt, die Challenges finde ich richtig geil, besonders diesen neuen kostenlosen Emote hier, den man bekommen kann. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, wie euch das Ganze hier gefallen hat. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und da würde ich sagen, werde ich euch natürlich informieren, sobald es wieder was Neues gibt. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein Video machen, wo ich dann auf neue Skins, die geleakt werden, reagieren werde. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, gerne die Glocke anmachen. Und dann würde ich sagen, habt alle noch einen schönen Tag. Wir hören uns. Haut rein. Tschüss.